Apropos Jazz, das heißt, ich lese gerade die Autobiografie von Miles Davis, mir irgendwie nicht angefallen. Okay. Hast du die schon mal gelesen? Ja, ich habe sie sogar auf, dann in zwei Sprachen. Und er redet dann über irgendwie The Lonely Monk, dass er nicht so gut fand, wie er unter ihm gespielt hat. Das hat ihn irgendwie immer verwirrt und so. Aber er hat dann doch da gesagt, dass natürlich er einfach einer der genialsten Musiker war. Und Zitat, he played top shit music. Top shit. Ich finde den Begriff nicht gut, top shit. Mhm. Und er war ein Motherfucker. Ja, genau. Alle waren, aber das waren alle. Sarah Vaughan war. Montes. Okay. Kamera läuft. Kamera läuft. Ja. Liebe Follower, liebe YouTube, Facebook, Internetgemeinde, willkommen zu einer neuen Episode von Jazz Montez TV. Ich sitze hier, es ist eine große Ehre für mich, mit Martin Lejeune, einem berühmten Gitarristen. Und ja, Martin, vielleicht kannst du uns nochmal kurz den Leuten erzählen, die vielleicht noch nicht so kennen, was du so machst. Okay, ich bin Jazzmusiker im weitesten Sinne. Und lebe von meiner Musik. Ich muss kein Taxi fahren, Gott sei Dank. Sehr gut. Ich habe verschiedene Projekte, arbeite für Theater, für Tanztheater und im Jazzbereich. Das sind meine drei Töpfe, die ich so auf dem Herd habe. Unterrichte noch ein bisschen an der Hochschule in Mainz zum Beispiel, in der Jazzabteilung und an der New Music Academy in Wiesbaden. Okay, da gibt es ja schon einiges zum Nachschlagen direkt. Mhm. Und dein Instrument, Hauptinstrument, ich habe schon gesagt, ist die E-Gitarre. E-Gitarre ist mein Hauptinstrument. Ich habe auch noch ein paar andere Hobbyinstrumente, die ich zum Beispiel im Theater ganz gut einsetzen kann. Also es reicht von gitarrenähnlichen Instrumenten wie Banjo, Mandoline. Gibt es noch Slide-Gitarren, habe ich alle, einige. Pedal-Steel-Gitarre, das ist so aus dem Country, amerikanischer Country-Bereich. Kontrabass spiele ich und tiefes Blech, Euphonium und sowas. Ja, sehr gut, da kann ich ja gleich fragen, was du denn heute Abend spielst. Heute Abend ist nämlich die erste Jazz Montez Jam Session. Und du eröffnest sie mit deiner Combo? Genau, also ich sag mal, unsere Combo ist das, weil ich bin nicht so ein Fan von Chef sein, aber unser Trio besteht aus André Schabaschew, Keyboards, dann spielt Steve Nenner Schlagzeug und ich werde Gitarre spielen. Und wir machen einen Mix aus Jazz und Elektro. Okay. Und wir haben uns lange überlegt, wie nennen wir das. Und da gibt es so einen schönen Begriff Instant Composing. Dieser Begriff kommt eigentlich aus dem Free Jazz. Und der Free Jazz wird wohl nicht das Hauptthema sein heute, aber die Freiheiten, die man im weitesten Sinne Dancefloor-mäßig beeinflussten Jazz sich nehmen kann, wollen wir uns nehmen. Also es ist nicht so viel festgelegt, es gibt Skizzen, über die wir improvisieren. Es gibt ganz freie Stellen und wir haben so auch die Notfallbremse, wenn uns nichts einfällt, da gehen wir in ein Stück rein. Ja, okay. Und das geht so ein bisschen flüssig ineinander über. Ja, das hört sich ja schon mal sehr spannend an. Ihr spielt erstmal ein eigenes Set und dann ladet ihr noch andere Musiker mit ein, zu euch auf die Bühne zu kommen. Genau, es ist so geplant, diese mögliche Reihe, die jetzt stattfinden könnte, also die Jazz-Session im Montez, soll das Format haben, dass am Anfang die Hausband sozusagen oder die Opener-Band ein Set spielt, also ein spannendes Konzert-Set macht von einer überschaubaren Länge, die jetzt wirklich überschaubar sein soll, weil danach kommt dann im zweiten Teil die Möglichkeit für Gastmusiker damit einzusteigen. Ideal wäre es natürlich, wenn sie auch in dem Sinne oder dem Gestus des ersten Sets sich da mit dazustellen und was entwickeln mit uns. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir freuen uns auch. Das ist gut. Wir freuen uns auch, sind sehr happy, dass du hier dabei bist mit eurer Combo. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Jetzt hast du schon was gelernt mit eurer Combo. Sehr gut. Ja, gebt Gas, erlernt. Machen wir. Wunderbar.